Willkommen zurück bei Let's Play Kestrel. Im letzten Part haben wir endlich geschafft, diese schwierige Folterkammer zu überwinden und haben uns einer sehr, sehr schweren Frage gestellt, wer für eine Untreue die Schuld trägt. Und wir übersehen, die meisten der PlayStation Network User und auch ich sagen, dass es die Schuld von Vincent war. Und nicht Kestrel, die Person, mit der ich untreu war. Ist ja leider passiert. Weshalb wir leider immer mehr in diese Albtraumwelt hineinrutschen. Beziehungsweise immer mehr nach oben kraxen, denn Vincent ist schon relativ weit oben. Und wie es aussieht, steht ein weiterer Bosskampf bevor. Ich freue mich. Folterkammer, zweite Etage. Also noch kein Bosskampf anscheinend. Schön. Look at the various blocks in your way when determining your path. Damn it. Those traps again. Commencing area 2. Are you ready? Und wie ich bereit bin, ich freue mich übelst. Was ist das denn? Eine Schaukel. Ne, ich frag mich mal, ich weiß schon, wie man die entschärft. Fuck! Schnellster Tod ever. Da zeigen sich die Skills der Pro-Gamer. Komm! Alter, wie man da die Pumpe geht. Fuck! Gott verdammt mich doch, ist das nervig. Es wird schon langsam ein richtiges Let's Rage! Fuck! Okay, dann halt so. Eieieiei. So, dann bin ich hier. Ist eigentlich gar nicht so extrem hoch. Okay, da müsste ich. Ich hoffe, das geht. Eieiei. Komme ich denn da jetzt eigentlich hin? Ah, das wäre jetzt ein anderer Weg gewesen. Okay, das packe ich eh nicht mehr. Komm, komm. Eieiei. Ein bisschen habe ich schon raus, wie das geht. Aber nur so ein kleines bisschen. Das ist so ein verdammtes Schaf. Komm schon, lauf in die Falle. Lauf in die Falle. Lauf in die... Dieses verdammte Schaf. Komm, 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 komm. Ich bin der Blödeste, die sind ja schon ganz safe. Aber da ist noch ein Kissen. Das werde ich bestimmt brauchen. Komm! Moment. Ne, das ist ja sicher. Gehe ich mal so den Weg entlang. Dann so, dann fällt er runter. Okay. So weit, so schlecht. Jetzt komme ich nicht weiter. Doch, ich komme weiter. Erstmal das hier wegschieben. Dann kann ich hier so eine Dreier-Bridge basteln. So eine Epic 3-Bridge. Und Checkpoints. Und da ist Money. Wenn ich mich beeile und nicht sterbe. Gott, da gehen mir die Pumpe. Eieiei. Okay, wie kommen wir zu der Knete? Indem ich mich beeil. Dunkle Block, was ist das denn? Okay, das müsste jetzt. Oh.
Im Moment, das klappt so. Und zack. Und zack. Fuck. Das gibt's doch nicht. Na gut, dass ich einen Checkpoint erreicht habe. Das heißt, das ist hoffentlich nicht so schlimm. Darf ich mir langsam die Leben ausgehen. Wo? Will ich noch zu dem Geld kommen? Okay. So raffgierig bin ich mal. Schön, wie es ein bisschen leckt. Wenigstens kann es diesmal nicht an meinem PC liegen. Aber ich muss sagen, das Spiel ist gar nicht mehr so extrem grafisch anspruchsvoll. Eigentlich geht es ja. Okay, jetzt geht's wieder auf Zeit. Komm! Komm! Eieiei. So, jetzt kann ich hier in Ruhe meine Bridge basteln. Komm! Eieiei. Oh Gott, wie mir die Pumpe geht. Sorry, wenn ich immer so rumbrülle, aber ich höre schon die Glocken läuten. Ich bin bald in Freiheit. Nur noch ein paar Meter. Noch ein paar. Habe ich mich gerade verbaut? Moment. So, wenn ich den da jetzt hinschiebe. Gut, bringt auch viel. Gut, dann halt so. Nein, nein, nein. Hoch, hoch. Nochmal hoch. Dann bin ich hier. Das baut sich ja wieder auf. Das ist ja cool. Muss ich auch gar nicht so oft sterben. Ne, Moment, das war auch falsch. Da musste ich... Moment, was mache ich eigentlich? Ich bin ja doof. Ich bin auf der falschen Seite, glaube ich. Fuck! Okay, ich glaube, da habe ich mich eben ein bisschen verbaut. Und das war's mal wieder für mich. Ein wohlbekanntes Bild. Ja, Kontrollpunkt wäre gar nicht mal so schlecht. Habe ich nicht zum Spaß schon freigespielt. So, hier mit der Knede. Komm, komm, komm. So, dann hol ich mir das auch noch. Weil ich's kann. Und weil ich's brauche. So, dann... Nein. Weg mit dir. Dann weg so. Nee, das war blöd. Eieiei, das war auch irgendwie blöd. Ich glaube, das kann ich doch irgendwie retten. Was mache ich da eigentlich? Ich bin ja auch blöd. Ich will nicht wissen, was ihr euch denkt, wenn ich hier rumschiebe. Ihr werdet euch bestimmt so einen Arsch ablachen, wie blöd ich manchmal bin. Komm! Eieiei, da hab ich noch ein Stachel am Ziel erwischt. Hoffentlich reichen die Lieben. Aber dafür gibt es wenigstens genug Puzzle-Action. Also wenn ein bisschen mehr Story auch wieder nicht schlecht wäre. Gott verdammt, immer diese Stelle. Immer diese eine verdammte Stelle. Ja, und das Geld, das muss ich einsammeln, sonst geht das nicht. Gut, das geht noch. Komme ich wieder hier hoch.
Sehr intelligent. Das gibt's doch nicht, oder? Scheiße aufs Geld. Gott, verdamm mich doch! So, wenn ich gerade so rumschreibe, bin ich doch ein bisschen leicht auf 180. Das habe ich doch davor mir geschafft. Moment. Ha, ausgetrickst. Scheiß aufs Geld. Klar, bei dem klappt's wieder, aus irgendeinem Grund. Wo ich eigentlich doch relativ gute Reaktionszeiten habe, soweit ich weiß. Und jetzt kommt wieder die Stelle. Ja, da gehe ich mal ein bisschen zurück. Ich glaube, da ist schon irgendwo der Hund begraben. Moment. Nee. Gut, genau. Komme ich hier jetzt noch hoch? Nö. Oder vielleicht doch? Genius! Und jetzt werde ich wieder sterben. Gott! Eieiei. So. Und schon wieder dieselbe Situation. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Ich habe meine ganzen Kissen aufbrauchen, also meine ganzen Lieben. Okay, erstmal Knete einsacken. Weil ich es kann und weil ich es brauche. Ich bin jung und brauche die Knete. So, dann wieder hier runter. Dann hier hoch. Wenn ich Seite schaffen, die ich kann. Dann das Spiel trollen. Ich meine, das war so. Nee, das war so. War ich da eigentlich irgendwas? Ey, bin ich blöd? Ich glaube, ich renne da bei der falschen Seite entlang. So, erstmal das aus Prinzip. Kann es denn sein? Ich gehe mal ein bisschen weiter höher, damit ich mehr sehe. Ich renne da nur an der falschen Seite entlang. So, erstmal probiere ich mal die neue Technik aus. Langsam verstehe ich schon, wie alles funktioniert. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich alles verstehe. So, dann hier noch. Du bleibst hier. Und schon verbaut. Nochmal. Nee, Moment. Schnell! Oh mein Gott! So, dann muss ich den noch... So, da kann ich jetzt vorbei. Das heißt, ich kann den hier hinschieben.
Nee, Moment, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn im nächsten Part? Denn der Part ist schon wieder zu Ende. Was ich da mache, das werden wir bald sehen. Oh mein Gott, ich mache wieder auf Pause, bevor ich noch eine Panikattacke kriege. Und wie es weitergeht im nächsten Part, das seht ihr dann logischerweise im nächsten Part von Let's Play Catherine. Also, bis dann. Ciao.